So, schönen guten Morgen. Ich melde mich aus dem Ruhrgebiet mit einem neuen Lost Place. So, vor 2 Tagen war ich schon mal hier. Heute können wir diese Ecken entdecken, die wir am Mittwoch nicht entdeckt haben. So, als erstes gehen wir jetzt in das Gebäude, das am Mittwoch versperrt war durch eine Tür auf der Treppe. Die ist jetzt mittlerweile von einem anderen Lost Placer weggeräumt worden. Also können wir jetzt dann hier mal starten. So, die Tür hier, die lag ja vor 2 Tagen hier so versperrt, dass ich hier nicht hochgekommen bin. Jetzt ist die weg. Jetzt gehen wir hier mal ganz vorsichtig hoch. Und dann fangen wir mal in den Ecken an, wo wir noch nicht gewesen sind. Und dann haben mich einige gebeten, einfach nochmal hier hinzugehen, weil viele es wohl nicht gesehen haben. Also machen wir das auch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Guten Morgen aus Recklinghausen Süd. Schönen guten Morgen aus dem schönen Ruhrgebiet. So. So, das hier ist ein Lost Place in Hagen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Das Gebäude steht seit 20 Jahren leer. Und war früher mal eine, ja, was war es denn? Ein Supermarkt war hier drin, eine Diskothek und weiß der Geier was. Ein Reifenhandel, ein Handyladen, ein China-Laden und alles. Hier oben die Ecken sind jetzt neu. Die konnte ich euch am Mittwoch leider nicht zeigen, wegen dem versperrten Eingang. Hier ist es aber echt ein bisschen gefährlich, ne? Ist ein bisschen einsturzgefährdet. So, ihr Lieben, jetzt kann ich hier mal so einen schönen Blick auf das verlassene Lost Place zeigen. So. Das hier alles ist verlassen seit gut 20 Jahren. Und einige Sachen sind hier tatsächlich einsturzgefährdet. Auf das Dach würde ich jetzt nicht drauf gehen. So. Scheiben alle zerstört, alles randaliert, zerrannt, wie immer. Hier liegen extrem viele Glasscherben rum. Recklinghausen Süd. Ja, da bin ich vor kurzem gewesen. Beim Lagerverkauf Scheiding oder wie er nochmal heißt. Das ist ein ganz netter. Da. So. Wenn ihr Probleme beim Zuschauen habt, wenn das Live-Bild flackert oder sonst irgendwas, dann schreibt mir das bitte. Dann komme ich mit einem anderen Handy wieder live. Einfach bitte schreiben, wenn ihr irgendwelche Probleme seht, flackerndes Bild oder sonst irgendwelche Störungen. So, hier sind wir gerade reingekommen. So, dann gehen wir mal ganz langsam weiter. Heute ist es schön kühl draußen, das ist richtig angenehm. Am Mittwoch war das so heiß und schwül, das hat echt keinen Spaß gemacht. So. Wir schauen mal, ob das hier einsturzgefährdet ist oder ob ich das betreten kann. Da muss man immer ein bisschen aufpassen hier bei dem Dach, aber es scheint zu halten. Immer so ein bisschen vorsichtig. So, gehen wir mal hier übers Dach, weil die eine Stelle, da hat mir jemand von abgeraten. So, lang zu latschen. So. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Wahnsinn, überall Glasscherben. Vielleicht sind das ja auch. Naja, wer weiß das schon alles, ne? Wer weiß das schon? Ja, dann hat sich der Weg ja nochmal hierhin gelohnt. Ich war am Mittwoch schon mal hier in Hagen und habe dieses Gebäude besucht. Leider konnte ich da nicht alles betreten.
weil die Wege versperrt waren, aber ein anderer Lost Placer hat da mal kurzzeitig ein bisschen Platz gemacht und die Sachen beiseite geräumt und mich darüber dann informiert. Am Fuße der Halde. Wie gesagt, der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Was passiert mit dem Grundstück? Gar nichts. Also ich habe von jemandem, der aus Hagen kommt, erfahren, dass dieses Gebäude, also dieses ist ja ein riesiges Gebäude, seit 20 Jahren leer steht. Hier war mal ein Supermarkt drin, da gab es so Südfrüchte, Obst, Gemüse. Dann war hier eine Diskothek drin oder ein Club. Ein Reifenhandel, weil da draußen liegen ziemlich auch Reifen und all so einen ganzen Müll rum. Dann habe ich so alte Handyhüllen gesehen und all so einen ganzen Kram. Also hier muss einiges drin gewesen sein. Und was hier vor allen Dingen drin war, waren die Krawallmacher. Denn das sieht man ja. Und genau aus dem Grunde verrate ich auch den genauen Ort hier nicht. So. Danke fürs Folgen. Seht ihr hier, einsturzgefährdet, betrete ich nicht. Davon hat man mir auch dringend abgeraten. So, unter mir knackt es schon. Mein Gott, Walter, wir gehen mal weiter. So, überall, hier ist, hier musste echt auf allem rumlatschen. Hier haben sie irgendwas durch die Fenster geschmissen. Danke fürs Folgen, Sachbeschädigung, richtig, aber das interessiert die scheinbar nicht. Die Rachen, die schlagen alles kaputt. Die haben ein Haus auch in Brand gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da war ich am Mittwoch drin, das ist einsturzgefährdet. Das Gebäude da, da haben sie oben Feuer gelegt, da ist alles ausgebrannt. Da war ich Mittwoch drin, das hat gestunken da wie die Pest. Danke fürs Folgen. Wenn euch dieses Live gefällt, bitte teilen. Und wie gesagt, wenn ihr Störungen habt, wenn das Bild anfängt zu flackern, bitte Bescheid sagen, dann wechsle ich das Live. Dann gehe ich einmal mit dem anderen wieder rein. So. So. Einmal so geschickt. Danke fürs Folgen. Ich bin froh, heute am Freitag ist mal das Wetter angenehm, schön kühl draußen. Am Mittwoch war das so schwül, da konnte ich hier kaum irgendwas machen, ohne kaputt zu gehen. Ich mag nämlich keine Wärme. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, mal eben die Lampe. Jetzt wird es ein bisschen dunkel hier. Ja, hier sind die Fenster zugemauert. Das hat wohl aber auch nichts gebracht. Die Krawallbrüder sind trotzdem hier reingekommen. So, Licht ist an. Was hier so alles rumliegt, das ist wirklich erstaunlich. Irgendwas ist hier unter dem Boden, ehrlich, der ist wirklich nicht mehr ganz so frisch. Ne? Oh, hier liegen Reifen rum. Boah, hier ist es aber warm hier drin. Ist hier eine Heizung an? Boah. Guckt euch das mal an, wie groß das hier ist. Da kommt man auf so einen Flur und landet in einer riesigen Halle. Hier liegt ein Reifen. Also Leute, ich kann euch wirklich beim besten Willen gar nicht sagen, ob das hier einsturzgefährdet ist. Das andere weiß ich, aber es hat mich ausgehalten, als ich drin war. Ist ja schon mal gut hier. Der Empfang hier ist sehr gut, das finde ich gut. Also kann man schön weitermachen. Da ist jetzt noch eine Treppe. Hier in dem Raum ist es sehr warm. Ich bin ja immer so neugierig. Ne? Mal gucken, ob die Treppe noch begehbar ist. Dann könnten wir ja mal gucken, was da unten ist. Mal schauen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, da ist gar nichts mehr, ne? Ne. Ach ja, ich weiß, wo ich bin. Ja, ja, alles gut. Das ist der Teil, wo ich nicht reingekommen bin. Also wie gesagt, wenn es
Gebäude oder Räume gibt, die verschlossen sind, da gehe ich nicht rein. Ich breche nirgendwo ein, sondern gehe nur da rein, wo ich auch reinkomme, wo es zugänglich ist. Hier stinkt es auch vermoost, so nach Schimmel. Danke fürs Folgen. Was haben die hier gemacht? Meine Güte, hier jetzt aber haben sie auch schon versucht, Feuer zu legen. So, Licht an. Ja, hier ist das alte Badezimmer. Alles klar, das brauchen wir ja jetzt nicht wirklich. Das ist doch normalerweise hier sowas für die Baustellen, ne? Wie kommt das denn hier hin? Das ist ja richtig traurig. Eine neue Immobilie, ja, neu ist die ja nicht. Dieses Gebäude hier ist sehr alt. Und wenn das auch schon jetzt seit 20 Jahren leer steht, also das hier ist jetzt, betrete ich nicht. Und hier stinkt es extrem. Boah. Das war mal die Toilettentür, ne? Würde ich mal ganz klar sagen. So. Wir gehen jetzt hier mal wieder raus aus dem Raum. Licht. Ja, hier ist wohl, ja, guck mal hier, da war mal die Toilette, ne? Gut. Oh, der Boden hier, der wackelt aber ganz schön durch. Mein Gott, Walter. Hier, ich weiß nicht, die haben hier echt alles kurz und klein geschlagen, ne? Scheint eine Werkshalle, ja. Hier war alles drin. Hier war ein Supermarkt drin, also unten. Hier waren die Duschen. Oh, guck mal. Es ist ja kaum zu glauben. Hier ist ja noch ein Fenster ganz. Ich glaub's nicht. Das einzige Fenster im riesigen Gebäude, das noch ganz ist. Mensch, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Hier auch. Wenn ich mir nämlich die anderen Fenster so angucke und vor allen Dingen in dem Gebäude gegenüber, ne, da ist nicht mehr ein einziges Glas dran. Ja, hier liegen die anderen Fenster rum, die eigentlich hier mal drin waren. Ich war ja am Mittwoch schon mal hier, nicht jetzt hier oben, da war es nicht zugänglich. Und da sah das hier anders aus. Das heißt, in den letzten zwei Tagen waren schon wieder irgendwelche Randalemacher hier. Weil da liegen schon wieder Sachen rum, die am Mittwoch nicht hier waren. Na, jetzt gehen wir mal. Guckt euch das mal an, da würde ich im Leben nicht drauf gehen, das ist mir viel zu gefährlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne mal schreiben. Die Gebäude, jetzt kann ich das schon nicht mehr sehen, Augenblick mal. Die Gebäude gehört die Stadt haben oder jemand anderes. Ja, ich habe keine Ahnung. Also seit 20 Jahren soll es leer stehen. Was oder wem das Gebäude gehört, keine Ahnung. Ich finde es aber einfach schade, dass sowas, es ist riesengroß. Warum? Ich verstehe es nicht. Und das ist bei uns im Ruhrgebiet in vielen Städten der Fall. Ich habe mir die verlassene Schule in Essen angeguckt. Die steht seit 10 Jahren leer. Das war eine Grundschule oder eine Förderschule? Ja, die steht jetzt seit 10 Jahren leer. Komplett zertrümmert, kein einziges Fenster mehr heile. Die haben alles kurz und klein geschlagen. Und jetzt dann die alte Schraubenfabrik, die ist auch hier in Hagen, die ist auch nicht allzu weit weg. Und da habe ich auch diese beiden Hagener getroffen, zwei sehr nette Jungs, die mir diesen Tipp hier mit dem Lost Place gegeben haben, weil das ist auch auf keiner Karte zu finden. Sonst hätte ich dieses Gebäude hier nie gefunden. Jetzt ist die Kamera gerade ein bisschen. Moment. Was ist denn jetzt mit der Kamera los hier? Aha, jetzt ist wieder alles gut. Wenn ihr irgendwelche Störungen habt, sagt mir das bitte. Weil ich kann das so jetzt leider nicht sehen. Letztes Mal haben sich Leute beschwert, dass das Bild am Flackern war.
Das haben die leider aber erst 5 Minuten vor Ende gemacht. Das konnte ich dann leider auch nicht mehr ändern. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass hier neben dem Supermarkt auch vielleicht Werkshallen waren. Ne? Eine Diskothek war auf jeden Fall hier drin, so ein Club. Und viele andere Dinge. Ja, ich denke mal, das hier, was hier so auf dem Boden liegt, das war hier oben mal in der Decke drin. Ne? Die haben hier einfach alles kurz und klein geschlagen. Ich gucke mal, ob ich hier in den Raum reinkomme, ohne mir die Knochen zu verletzen. Ja, hier war ja wohl auch mal ein Badezimmer, ne? Oder so eine Toilette. Und alles schön kaputt. Da bringen dann auch die Gitter draußen nichts mehr. Ne? Guckt euch das mal an. Das ist einfach nur mutwillige Zerstörungswut. Das ist nichts anderes. Kann man den Besitzer nicht ermitteln? Ich habe keine Ahnung. Es gibt Häuser, die verkommen und der Besitzer macht nichts. Ich kenne sogar mittlerweile Wohnhäuser. Da wurden Flüchtlinge untergebracht. Die zahlen oder werden vom Jobcenter, werden die Mieten bezahlt. Und wenn man sich dann die Häuser mal von innen anguckt, dann ist das echt ein Trauerspiel. Ne, wie das da aussieht. Stromkabel, die überall rumliegen. Das ist sagenhaft. Wo waren wir jetzt? Ist das nicht schon wieder? Ne, hier ist noch ein Raum. Guckt euch das mal an. Hier kann ich gar nicht rein. Ne? Boah, was ist das denn? Mein Gott, Alter. Oh, wow, wow. Ich versuche hier mal reinzukommen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe nämlich grundsätzlich keine Ahnung, ob es einsturzgefährdet ist an manchen Stellen. Boah, hier war mal eine Wand, ne? Zumindest was davon noch über ist. Oh, wir gehen hier mal rein. Hier liegt eine Telefondose rum. Braucht einer einen Telefonanschluss? So. Hier, wieder alles zerstört. Ja, könnt ihr mal eine Runde winken, wenn ein Zug vorbeikommt, wenn mal einer kommt. Echt traurig, 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 traurig. Ja, ich bin immer froh, wenn ich es nach Hagen schaffe, weil im Moment Baustellen bei der Deutschen Bahn ohne Ende. Da ist man froh, wenn man in Essen am Hauptbahnhof da mal überhaupt irgendwie wegkommt. Das ist unglaublich. So, ich muss mal eben das Licht anmachen. Wir gehen da jetzt in so einen ziemlich dunklen Raum. Boah, gut, dass mir der Lost Placer hier nochmal gesagt hat, jetzt muss ich aufpassen. Der hat mir gesagt, irgendwo ist irgendwas einsturzgefährdet. Ich muss immer erstmal einmal gucken, ob ich hier rein kann. Ich möchte nämlich jetzt nicht 2 Etagen tiefer segeln. So. Gurli. Boah, das knackt aber ganz schön hier. Hier muss ich mal ein bisschen aufpassen jetzt. So, aber was? Wer macht sowas? Ja, ich weiß es nicht. Was machst du in meiner Wohnung? Ja, ich kontrolliere gerade, warum du hier nicht aufgeräumt hast. Es ist wirklich traurig. Es ist einfach nur traurig, wie das hier aussieht. Meine Güte. Und glaubt mir, dieses Gebäude hier ist riesengroß. Das ist jetzt nicht nur hier der Gebäudeteil. Alles, was ihr da draußen seht, gehört dazu. Und hier drunter war der Club, also die Diskothek. Und hier, das ist die alte... So, das hier ist jetzt der alte Club bzw. Diskothek, die hier drinne war. Ich denke mal hier, das seht ihr ja auch, hier wurde gehüpft, ne? Bei guter Laune Musik. Aber das ist schon lange her und das hat auch jetzt nichts mit Corona zu tun. Denn wenn das seit 20 Jahren leer steht, da gab es diese scheiß Corona-Mist ja noch nicht. Aber ich muss hier ein bisschen aufpassen. Der Boden unter mir, der ist richtig am Wackeln. Ey. Sagenhaft. Ich hoffe, dass ich hier heile rauskomme. Ja, ich denke mal, in den 90ern wurde hier noch schön Party gefeiert. Ne? Oh, hier ist der Fahrstuhl. Höchstlast 1013 Personen. Wollen wir mal reingucken, da steht der Fahrstuhl. Da ist er. Könnt ihr den sehen? Da ist er. Ja.
Gut, unglaublich. Was mal? Hast du schon mal eine gefährliche Situation? Ja, habe ich. In der alten Schraubenfabrik hier in Hagen, als ich da das erste Mal drinne war, da wäre ich fast 10 Meter in die Tiefe gefallen, weil mitten im Boden ist ein Loch. Und es ist zum Glück nicht passiert. Aber wenn ich noch einen Schritt rückwärts gegangen wäre, dann wäre es das gewesen. Boah, da unten fährt ein Zug. Das war ja wohl echt damals eine richtig schöne Party-Location hier, ne? Aber hier hat es auch gebrannt, sehe ich gerade. Hier haben sie auch Feuer gelegt. Nee, ich verstehe das einfach nicht. Guckt euch das mal an hier. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber guckt euch das jetzt mal an hier. Hier haben sie wohl auch Feuer gelegt. Ja, hier stinkt's auch. Ja, das ist das Gebäude, wo wir gerade waren, wo wir gerade durchgelaufen sind da hinten. Hier, alles zertrümmert. Hier hat's gebrannt, seht ihr? Kohlrabenschwarz hier alles. Das kann man richtig sehen, dass hier Feuer gelegt wurde. Naja, Einsturzgefahr. Ja, ich sag ja, das ist einfach nur Zerstörungswut, da hast du recht. Ich würde gerne dafür einen Ausdruck benutzen, aber ich passe immer auf, was ich bei so ein bisschen sag, weil ich weiß nicht, was TikTok alles zulässt. Deshalb passe ich da auch immer ein bisschen auf. Ne? Aber ich sag mal, Chaoten, das sage ich immer. Aber dafür, für sowas hier gibt es einfach noch einen ganz anderen Ausdruck, den ich gerne mal verwenden würde. Ich lasse es aber einfach sein. Weil das ist für mich einfach, ich verstehe es nicht. Und die Stadt scheint es nicht zu interessieren. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Hier ist es, es wackelt unter mir. Der Boden, der ist irgendwie so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, an manchen Stellen, hier zum Beispiel nicht. Hier ist Steinboden, hier passiert wohl gar nichts. Aber hier vorne fühlt sich das irgendwie so, hier, als wenn das Holz ist. Ne? Das gibt unter einem nach, wenn man so ein bisschen hüpft hier. Das merke ich richtig. Ja, ich weiß ja nicht, wie die jungen Leute hier damals so gefeiert haben, aber das war auf jeden Fall richtig schön hier. Das kann man noch an der Decke so ein paar Sachen so ein bisschen erkennen, dass das eine Diskothek war. Die wilden 90er in Hagen, ich habe sie miterlebt. Ich habe ja in den 90ern hier gewohnt. Und trotzdem kannte ich dieses Gebäude nicht. Das war mal richtig schön hier. Leider ist davon nur nichts mehr viel zu sehen. So. Danke fürs Folgen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Kann man nur hoffen, dass die vom Karma getroffen werden. Ja, das Problem einfach ist, dass solche Leute nie zur Rechenschaft gezogen werden. Weil das Problem ist ja auch, ne, hier vorne ist zwar eine Hauptstraße und hier hinter sind die Bahngleise und das ist halt auch genau das Problem. Ne, da sind die Bahngleise, das hört hier einfach keiner, da fahren ja auch Züge lang. Ne, wenn man dann hier randalierst, das hört einfach keiner. Da hinten ist die Hauptstraße, kriegt keiner mit. Und wenn dann die Polizei mal kommt, sind die doch längst über alle Berge. Das ist ja das Problem. Ich bin auch schon von der Polizei überrascht worden bei meinen Lost Place Touren, aber es gab keinen Ärger. Die haben mich nur gefragt, was ich hier mache. Da habe ich denen das erklärt und dann durfte ich weitermachen. Ich habe denen sogar gesagt, wie die auf den Facebook, da war ich bei Facebook live, wie die darauf zugreifen können. Hab denen gesagt, ihr könnt gerne zugucken, ich bin brav. Und dann durfte ich auch problemlos weitermachen. Wenn man mit denen vernünftig redet, die sind ja, kommen ja hier nicht hin, um Randale zu machen. Und außerdem haben die auch andere Sachen zu tun. Das haben die mir auch gesagt, als jemanden, der einen Lost Place besucht, da rauszuschmeißen. Die sind eher hinter denen her, die das hier gemacht haben. Und das, und nicht hinter jemanden, der hier einfach nur filmt. Und mich kennt man mittlerweile, so einige wissen, dass ich unterwegs bin. Ich sag zwar die Orte nicht, aber die Hagener, die wissen, wo ich bin.
Habe ich ja vor 2 Tagen auch gehabt. Da war ich ja 1,5 Stunden live. So, wir gehen runter. Ich zeige euch die nächsten Gebäudeteile. Für alle die, die es noch nicht gesehen haben, am Mittwoch könnt ihr euch das jetzt angucken. So, die Tür hier, die lag vor 2 Tagen so auf der Treppe, ich hätte die nicht weggeräumt, aber hat jemand anderes dann gemacht. Machen wir mal Licht aus, da brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann gehen wir hier vorsichtig runter. So, jetzt mit meinem dicken Hintern hier mal durchkommen. Das ist immer so, eine Frage, die sich da mir... So, hier ist ein Abstellraum, da waren bestimmt früher, weiß ich nicht, hier war mal eine Tür, die ist aber dahinter zugemauert. Das ist aber auch sinnlos, ne? Weil nämlich hier die Tür offen steht und man dann doch rein kann. Ja, die ist ja dann hier hinter die Tür. So. Ich weiß nicht, die haben hier alles, da oben hängt sogar noch eine Lampe, kaum zu glauben. Das Erste, was immer geklaut wird in leerstehenden Häusern, sind Kabel. Ne? Da kommen die Kabeldiebe. Hier hängt noch eine alte Telefonbüchse. Aber ich glaube, einen Telefonanschluss wird es hier wohl trotzdem nicht mehr geben. Ne? Naja, guten Morgen. Danke fürs Folgen. Wie gesagt, ich gehe immer mal wieder live, komme mit neuen Lost Place Gebäuden. Ich habe auch jetzt noch eine verlassene Munitionsfabrik im Auge, die ist auch hier in Hagen, aber ein bisschen außerhalb von der Stadt. Die will ich mir auch noch angucken. Und dann mache ich auch viel Musik hier auf meinem Kanal. Also es ist für jeden was dabei. Also es wird immer für jeden was zu finden sein. So. Hier war mal der Stromkasten. So. Hier liegen noch die Abdeckungen davon. Ne, die Zähler sind aber alle weg, entweder geklaut oder von der Stadt ausgebaut. Ne? Da ist das Badezimmer, da gehen wir nicht rein, da haben sie alles vollgekackt. Das muss ich euch ja jetzt nicht wirklich zeigen. Dann muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wie in der alten Schraubenfabrik. Immer so große Stolperfallen, mal kleine. So, jetzt gehen wir mal erst da hinten rein, in das Gebäude, was gebrannt hat. Das ist einsturzgefährdet, da ich aber Mittwoch nicht eingestürzt bin, hoffe ich, dass ich heute auch nicht einstürze. So, das ist nämlich wirklich eigentlich ein richtig schönes Gebäude. Teppich auf der Treppe, richtig schön. Und dann alles zerstört. Alles, da liegt ein Waschbecken auf dem Dach. Hier ist der übrigens, da war der Club drin. Da waren wir ja gerade drin, da oben. Ne? Und da unten war der Eingang zum Club. So, da gehen wir gleich hin. Jetzt gehen wir erstmal ins Wohnhaus. So. So. Danke fürs Folgen. Danke für die Geschenke. So. Ich suche übrigens noch nette Leute, die die Moderation demnächst mal übernehmen, wenn ich noch öfter Lost Place mache, damit ich mich besser konzentrieren kann. Weil ihr seht ja, hier sind überall Glasscherben. Meine Güte, ich verstehe es einfach nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Es gibt vorne an der Straße noch einen Eingang, da gehe ich aber nicht durch, weil der an der Straße ist. Deshalb nutze ich den hier, da werde ich nicht gesehen, wenn ich da reingehe. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt noch jedem zeigen, dass ich hier reingehe. Hier haben sie auch Feuer gelegt oder zumindest versucht. Also das hier ist jetzt das Gebäude, was gebrannt hat, ne? Hier stinkt es auch extrem nach Feuer. Boah, sagenhaft, hier stinkt es bestialisch. Ich weiß jetzt ehrlich aber auch nicht, wie lang das her ist mit dem Feuer. Ne? Da konnte mir keiner eine Antwort drauf geben. Wenn einer aus Hagen dabei ist und das weiß, kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben. So, wir gehen hoch. Also hier war früher mal ein Geschäft drin. Aber was hier verkauft wurde, weiß ich nicht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass hier ein Geschäft drin war, weil da hängen noch diese Dinger dran hier, wo man mit bezahlen konnte.
Danke fürs Folgen. So. Ja, hier hat es überall gebrannt. Hier ist alles schwarz. So, hier stinkt es überall bestialisch nach Feuer. Da könnt ihr ja hier auch sehen, ne? Überall da, wo es schwarz und grau ist, ist alles ausgebrannt. Hier hat es am schlimmsten gebrannt. Ne? Da ist auch nicht mehr viel von zu erkennen. Alles schwarz, alles durch abgefackelt. Überall noch die Reste von dem Feuer. Hier ist die Decke eingestürzt an manchen Stellen. So. Jetzt ist hier das Wohnhaus. Hier ist noch ein Eingang. Da gehe ich aber nicht rein und auch nicht raus. Das muss einfach nicht sein. Man muss ja nicht sehen, dass ich da reingehe, ne? So, dann gehen wir mal hoch. Also hier war wohl mal eine Kneipe drin. Das lässt dieses Teil hier vermuten. Vielleicht unten. Danke fürs Folgen. Ja, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Hier drunter ist ja der Raum, wo es gebrannt hat. So, jetzt gehen wir nach oben in den Teil, der ausgebrannt ist, also das Dach des Wohnhauses. So, also diese Stellen hier sind jetzt einsturzgefährdet. Ich war aber Mittwoch hier schon mal drin. Wenn ich mich langsam bewege, kann nichts passieren, so hoffe ich. Ich meine, das ist jetzt 2 Tage her. Hier hat das Feuer alles zerstört hier oben. Hier ist die Decke eingestürzt. Das ist in Hagen im Ruhrgebiet. Welcher genaue Ort wird nicht bekannt gegeben? Boah. Hier stinkt es auch richtig extrem nach Feuer. Und das, obwohl hier die Fenster alle durch die kaputten Scheiben offen sind. Das ist Wahnsinn, so ein Pest, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein bestialischer Geruch. Das ist Wahnsinn, wie das hier stinkt. Hier, das ist alles eingestürzt hier nach dem Feuer. Also das ist komplett einsturzgefährdet. Deshalb halte ich mich jetzt auch nicht zu lange hier auf. Das ist mir einfach zu gefährlich, aber so ganz kurz wie am Mittwoch sollte kein Problem sein. Ist echt unter mir am Knacken. So. Ich kenne auch viele verlassene Gebäude. Ja, das ist schön. Du kannst mir gerne mal privat schreiben, wenn du mir folgst. Dann kann man sich gerne mal austauschen. Nur bitte nie hier unten in die Kommentare schreiben.
damit man hier die Randalemacher fernhalten kann. So, ich gehe jetzt wieder runter, damit ich nicht doch irgendwie mal 2 Etagen tiefer falle. So. Hier, schön, da war mal ein schöner Teppich. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das Gebäude wurde auch angezündet. Da und ist danach eingestürzt. Das glaube ich, dass es stinkt. Ja, das ist es auch. Ich habe schon wieder Halsschmerzen. Sobald ich da oben in dem ausgebrannten Teil des Gebäudes war, habe ich sofort Halsschmerzen. Das hatte ich am Mittwoch auch. Aber ich weiß ja, dass es wieder weggeht. Also alles kein Problem. Hier oben geht es auch noch hoch, aber da die Decke einsturzgefährdet ist, wie ihr ja hier erkennen könnt und auch schon eingestürzt ist, werde ich ganz bestimmt da nicht hochgehen. So. Hier liegen noch alte Schränke rum. Ja, ich vermute mal, das Wohnhaus, das gehörte wohl dem Besitzer, dem auch hier diese Halle oder was das immer mal auch immer gewesen sein soll, gehörte, ne? Ja, die ich habe wirklich gedacht, als ich in Essen in der Schule war, in der verlassenen, ich hätte schon alles gesehen, was es an Zerstörungswut gibt. Aber hier übertrifft das alles. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist hier eingetroffen. Das ist das schlimmste, zerstörteste Gebäude, das ich jemals gesehen habe. Es ist ausgebrannt, alles kaputt. Sowas habe ich. Die Schule war schon wirklich schlimm. Aber hier, das ist das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe. Und vor allen Dingen so groß, riesengroßer Komplex, alles leer, seit 20 Jahren. Ich kapiere das einfach nicht. Wie kann man sowas so verkommen lassen? Ich war vor 2 Wochen in einer JVA gewesen. Ja, vielleicht habe ich dein Video sogar bei YouTube gesehen. Da habe ich nämlich irgendwas mit einer JVA gesehen. Schreib mir gerne mal privat. Folg mir, dann können wir schreiben, dann gucke ich mir diese JVA auch mal an. Dann kannst du auch gerne die Adresse von hier haben, aber im Chat werde ich das nicht verraten, wo sich der Ort genau befindet. Außer die Hagener, die wissen, wo ich bin. Das ist einfach so. Die wissen das, die haben das ja auch am Mittwoch schon sofort erkannt. Aber die wissen auch, dass sie es nicht verraten sollen und das tun sie auch nicht. So, jetzt gehen wir mal hier runter. So. Hier ist schon wieder randaliert worden. Das lag doch am Mittwoch noch nicht hier. Alter Schwede, ey, die hören hier nicht mehr auf mit den Krawallen. Hier ist noch ein Regal. Da war auch mal ein Schaltschrank für einen Stromkasten. Also hier müssen in den letzten 2 Tagen schon wieder irgendwelche Randalemacher gewesen sein. Denn das lag hier am Mittwoch nicht. So. Alles klar, dann gehen wir jetzt hier raus. Hier stinkt so nach Feuer. Ich habe einen Kratzen im Hals. Deshalb muss ich jetzt hier raus. Mal ein bisschen frische Luft schnappen. Boah. Meine Fresse, ist das ein Rotz. Hier war wohl mal das alte Pförtnerhäuschen. Da gehen wir jetzt mal rein. Jetzt mache ich aber erstmal die Lampe aus. So. Alles kaputt hier. Guckt euch mal an, wie viel Müll hier rumliegt. Ich vermute auch mal, dass hier irgendwie mal ein Autohandel auch drin war, weil hier eben auch viele Reifen und Autoteile rumliegen. Zum Beispiel da von so einem VW. Ne, hier liegen auch, ne, da vom VW oder was auch immer. Da hinten liegen sogar so Handyhüllen oder irgend so ein Kram rum. 1000 Brennnessel sind hier auch noch unterwegs. Habe ich irgendwas, schon wieder so eine scheiß Glasscherbe unterm Schuh. So.
Viel Müll liegt hier rum. So. Wenn ihr glaubt, das war alles, dann habt ihr aber falsch geglaubt. Da kommt noch mehr. Da gehen wir gleich hin. So. Hier, das ist das Gebäude, was eingestürzt ist, wohl scheinbar nach dem Feuer. Und hier vermute ich mal, war früher das Pförtnerhäuschen, wo der Pförtner drin saß. Könnte man zumindest vermuten. So. Alles Müll, 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 Müll. Ja, hier waren auch schon wieder welche drin. Haben sich erstmal ein Bierchen gegönnt. So, das sind Leute, die sich am fremden Eigentum, ja, wenn das überhaupt noch irgendeiner, weil wenn das ein Eigentümer hat, dann frage ich mich ernsthaft, wieso lässt er das hier zu? Ne? Aber ich bin zumindest froh, dass es heute schön kühl ist. Am Mittwoch war das so warm draußen, da bin ich fast verrückt geworden hier. Da konnte ich mich kaum bewegen, so schwül war das. Heute geht's. Ist zwar trotzdem warm hier in den Räumen, aber dafür ist es schön windig und draußen schön kühl. Wir haben es auch schon versucht, ein Feuer zu legen. Hier ist nicht mehr ein einziges Fenster ganz. Ne? Bei uns in gerade Psychiatrie. Abgeschrieben. Sehr schade, 20 Jahre leer kommt, Erlebnishof. Ja, nach 20 Jahren fällt Ihnen ein, einen Erlebnishof zu machen. Hätten Sie doch auch schon sofort machen können. Oder das Gebäude umbauen zu irgendwas Schönem, ein Wohnhaus oder eine schöne Diskothek. Geht doch jetzt wieder alles nach diesem Corona-Mist. Naja, mal gucken, wie lange. So, jetzt gehen wir weiter. Also, wo waren wir denn jetzt drin? Da waren wir gerade, ne? Prima. Aber wir waren nicht oben. Doch, da waren wir auch. Dann gehen wir jetzt da vorne hin. Ach so, hier war übrigens der Süd. Hier gab es also damals Feinkost in dem Laden hier. Lebensmittel, Feinkost, Obst und Gemüse. Das heißt also, der letzte Apfel wurde zwar vor 20 Jahren hier verkauft. Ja. Ah. Danke fürs Folgen. Ja. Ja, so ist das, ne? Neuer Monat. Oh ja, jetzt müssen wir mal wieder die Lampe anmachen. Hier ist es ja mal wieder stockdunkel, ne? So, hier sind Räume, die habe ich am Mittwoch gar nicht gesehen, ne? Wahnsinn. Also ich vermute mal übrigens hier, ne? War der Kühlraum von dem Lebensmittelladen hier mit Obst und Gemüse, weil das sieht man nämlich an dieser extrem dicken Tür. Und in einem Supermarkt sind wir ja nun schon alle gewesen. Ja, hier war der Kühlraum. Ich gehe jetzt hier nicht ganz rein, weil ich sehe nämlich gerade, dass der Empfang schlechter wird. Deshalb bleibe ich hier, sonst seid ihr gleich weg. So. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich Mittwoch hier nicht reingegangen bin. Bestimmt wegen dem Empfang. Das wird nämlich immer schlechter. Ja, hier auch ein Kühlraum. Da war die Toilette. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil das bringt nichts. Sonst seid ihr gleich weg. So. Klar, der Kühlraum ist natürlich dick und abgeschottet. Dass da kein Empfang ist, ist da ganz klar. Hier auch so eine dicke Tür. Das war mal ein Supermarkt. Ist das nicht traurig?
Schade, dass es immer Zerstörer gibt. Ja, das sind Idioten. Ich habe da kein Verständnis für. Das ist einfach Zerstörungswut. Die haben nichts zu tun. Hier hat auch mal ein Obdachloser übernachtet. Da hinten liegt Bettzeug rum. Dann ist der bestimmt von irgendwelchen Krawallmachern hier wohl überrascht worden, ne? Frohe Weihnachten. Ja, das dauert aber noch 6 Monate. Wir haben erst den 1. Juli. Aber trotzdem. Ne? So, ist heute richtig angenehm, das Wetter. Das ist richtig gut. So kann das ruhig bleiben. Da fühle ich mich gleich wohl. So. Der Boden hier, der ist echt schief. Ne? Gerade ist hier auch nichts mehr. So. Ja, ist klar, das ist für Krawallmacher hier ein idealer Ort. Ne? An der Hauptstraße, dahinter die Bahngleise, ne? Das ist ideal. Das hört keiner, weil hier keine Wohnhäuser in der Nähe sind. Ne? Das ist Gewerbegebiet. Ne? Das ist für solche Chaoten ideal. Das ist so traurig, was hier passiert ist. Ne? Da oben waren wir gerade. Dahinter die Kabel, das seht ihr ja, da sind ja die Bahngleise. Das habe ich euch ja eben gezeigt. So, hier haben sich ein paar Skater so eine Rampe gebaut. Ich vermute mal, dass die hier hin und wieder hinkommen und ein paar Übungen machen. Finde ich okay, wenn die keine Randale machen. So, wir gehen jetzt gleich da hoch. Jetzt zeige ich euch aber erstmal hier die Rampe. Ist gar nicht schlecht. Direkt einziehen, hat man Platz genug, ja. Ne? Vor allen Dingen hat man dann seine Ruhe. Aber es ist trotzdem traurig. Es ist so ein Riesenkomplex, ne? Der hier seit 20 Jahren leer steht. Und das ist nicht das einzige Gebäude in Hagen, das leer steht. Hier gibt es noch ganz viele, wie ich erfahren habe. Gut, die alte Schraubenfabrik habe ich euch ja jetzt gezeigt vor ein paar Tagen. Ihr findet übrigens alle Lost Place Videos hier auf TikTok und auch auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es einen Link hier direkt von TikTok zu Instagram und darunter ist der Link dann zu YouTube. Da könnt ihr euch alles angucken, was ich so besucht habe. In Essen, in Gelsenkirchen, hier in Hagen. Dann habe ich jetzt noch eine Lost Place in Schwelm entdeckt. Das ist jetzt auch direkt um die Ecke von Hagen, also nicht weit. Da werde ich auch noch hinfahren. Hoppla, dann habe ich einen Tipp gekriegt von einem Lost Placer, dass es in Wuppertal auch noch Lost Place geben soll. Da kriege ich bald die Adresse und dann werde ich dann da auch mal hinwurkeln und mal gucken, ob das noch zugänglich ist. Weil er sagte, dass das in irgendeinem Stadtteil von Wuppertal liegt. Den genauen sage ich natürlich nicht, nur Wuppertal, das reicht. Um da die Krawallmacher fernzuhalten. Und dann werde ich mir das angucken, weil es gibt schon mal manchmal so Lost Places, die guckst du dir an einem Tag an und am nächsten Tag sind die urplötzlich versperrt. Dann war die Stadt da und hat das abgesichert. Und dann gehe ich da auch nicht mehr rein. Danke fürs Folgen. Glückwunsch zum Aufstieg. Wir haben hier ein paar Lost Places. Ja, hallo Wuppertal. Danke. Ja, Aufstieg. Wollen wir hoffen, dass der Aufstieg auch so bleibt und nicht wieder nach unten geht. Abwarten und Tee trinken. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn hier hinter den Fenstern ist Gewerbe, da arbeiten die Leute. Deshalb halte ich mich weiter hier auf, dann werde ich nicht gesehen. Weil von da kann ich tatsächlich gesehen werden. Deshalb einfach hier in der Mitte vom Raum. Ihr seht ja auch hier keine Fenster mehr. Hier hinter ist ein riesengroßes Geschäft. Deshalb, das hört ihr ja bestimmt auch, da wird gearbeitet und da kann man mich tatsächlich sehen, wenn ich am Fenster gehe. Und deshalb bleibe ich hier und zeige euch den Raum nur aus der Seite hier. Schon echt erstaunlich, ne? Alles kaputt.
da arbeiten die Leute da in dem anderen Gebäude und kriegen trotzdem nichts mit. Aber gut, ich gehe mal davon aus, dass hier nur nachts randaliert wird, ne? Wenn da eben nicht gearbeitet wird. Da ist es einsturzgefährdet, da gehe ich nicht hoch. Die Decke ist ja hier schon, hier seht ihr, das ist nicht mein Ding, da gehe ich nicht hoch. So, was schreibt ihr denn hier? Glückwunsch, ja, das hatten wir. Platz genug, danke fürs Folgen. Das ist schön angenehm hier. Hier weht ein schönes Lüftchen. So. So, wenn ich gleich hier mit dem Live zu Ende bin, gehe ich nochmal live. Und zwar bei Facebook. Weil ich muss denen ja auch noch zeigen, dass ich in dem Gebäude da hinten war, wo ich Mittwoch nicht drin war. Sonst sind die nachher sauer. Und das wollen wir ja nicht. Also, wenn ihr bei Facebook auch nachher nochmal live dabei sein wollt, gebt da einfach meinen Namen ein. Dann seht ihr das gleiche Profilbild wie hier. Und dann könnt ihr da auch sofort weiter gucken. Kein Problem. Ist öffentlich. Müsst also keine Freundschaftsanfrage schicken. Könnt ihr gerne machen. Müsst ihr aber nicht. So, alles klar. So. Alter Schwede, schaut euch das mal an. Haben sie das Waschbecken auf das Dach geschmissen? Ja, Hagen ist eine richtig schöne Stadt, aber was aus der Stadt geworden ist, ne, ist dann schon traurig. Ne? Boah, hier ist es aber einsturzgefährdet. Ne? Da gehe ich nicht rein. Guckt euch das mal an. Auf keinen Fall. Dann sitze ich gleich da unten eine Etage tiefer auf Null. Das merke ich nämlich hier schon. Hier unter mir knackt es, aber ganz schön. Deshalb nur einmal kurz und dann raus hier. So. Meine Güte, raus, schnell raus. Ah. So. Alles, ich sag ja, das ist einfach nur Zerstörungswut, nichts anderes. Ach ja, hier war die Toilette. Hier war der Duschraum, vermute ich mal, ne? Oder? Ne, auch eine Toilette. Mann, aber hier gab es ja echt viele Klos. Mensch, es Kinder. Wir haben die mehr die Toiletten besucht, als hier gearbeitet, wa? So, raus hier, der ganze Boden wackelt. So, hier geht's wieder. Hier war ich ja schon. Hier hat ein Obdachloser übernachtet. Das habe ich euch ja eben schon mal gesagt. Was war das früher mal? Ja, hier war früher ein Supermarkt drin. Eine Diskothek war hier drin, ein Club, ein Autohandel, eine Werkstatt, ein chinesischer Imbiss war mal hier irgendwie drin und vieles andere. Irgendwie auch Werkshallen, Handy, Reparaturgeschäfte. In den wilden 90ern war hier viel drin. Denn das Ding steht seit 20 Jahren leer jetzt. Ne? Schade, schade, schade. Das ist echt traurig. Und das ist nicht nur in Hagen hier so, das ist in Essen, das ist in vielen Ruhrgebietsstädten der Fall. Ne? Ich habe ja schon einiges gesehen, aber das hier ist das schlimmste, wirklich das schlimmste, zerstörteste Gebäude, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe am Anfang echt gesagt, die Schule in Essen, die ich vor 2 Wochen besucht habe, die seit 10 Jahren leer steht und auch komplett zerstört ist, das war für mich schon das Schlimmste. Aber das hier übertrifft bei weitem alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Da ist die verlassene Schraubenfabrik, die auch zerstört ist oder ne, noch harmlos gegen. Ne? Und dieses Gebäude hier hätte ich auch nie gefunden, wenn nicht zwei nette Hagener, die ich an der alten verlassenen Schraubenfabrik getroffen habe, mir den Tipp hier gegeben hätten. Könntet ihr auf mein neues Video Liebe da lassen, freue mich. Ja. Ach, das geht doch noch. Geht noch viel schlimmer. Ja, du hast ja bestimmt ja nicht alles gesehen. Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt dabei bist.
Aber du, das Gebäude, in dem ich eben war, das war fürchterlich. Ja. Danke fürs Folgen. Ja, es gibt natürlich auch noch in anderen Bundesländern Lost Places, vor allen Dingen in Ostdeutschland gibt es sehr viel, aber dahin zu kommen, das ist echt schwer. Ich habe ja schon Probleme mit der Deutschen Bahn, innerhalb vom Ruhrgebiet unterwegs zu sein, weil am laufenden Band irgendwas ausfällt. Ich muss in der letzten Zeit, um nach Hagen zu kommen, immer mit der S9 über Wuppertal fahren, weil die Direktverbindung wegen der Baustelle nicht funktioniert. Da bin ich 1,5 Stunden unterwegs für eine Strecke, die normalerweise 45 Minuten dauert. Das ist schon echt nervig, aber lässt sich nicht ändern. Hier waren auch schon wieder welche drin. Am Mittwoch war das nämlich auch leer. Ne, ist zu. Aber ist auch nur so ein kleiner Raum hier. Aber auch überall nur Müll, Dreck. Hier steht ein Einkaufswagen. Hier, Real. Einmal hin, alles drin. Ja, war hier mal Real. Real war doch in Batei und in Haspe. Naja, wer weiß das schon, wie sich der Einkaufswagen hierhin verirrt hat. So. So, erst seit 5 Minuten. Ja, dann hast du das verpasst. Aber ich werde dieses TikTok live, wenn ich das gleich beende, das wird hier abgespeichert, das kann ich dann downloaden. Das lade ich heute Abend, wenn ich wieder in Essen bin, auf YouTube hoch. Dann kannst du dir das gerne nochmal angucken. Ab 17 Uhr sollte es hochgeladen sein. Oder komm gleich zu Facebook. Name eingeben, da siehst du das gleiche Profilbild, da gehe ich gleich live. Weil die wollen das ja hier auch sehen, obwohl bei Facebook fast nie einer zuguckt, das machen die kurzer Zeit immer später. Das macht ja nichts, da speichere ich das ab, da können die sich das ja auch später angucken. Ich habe bei Facebook auch eine Lost Place Gruppe. Einfach Lost Place Ruhrgebiet, da könnt ihr gerne eine Beitrittsanfrage stellen, da ist auch alles. Da kann man sich auch besser austauschen. So. Ja, dann hast du ja, wenn du erst seit 5 Minuten dabei bist, leider den. Aber du kannst dir das ja in voller Länge dann ab 17 Uhr gerne angucken bei YouTube. Den Link findest du auch hier bei TikTok. Da, wo es zu Instagram geht, da ist da drunter der Link, der direkt zu YouTube führt. Da kannst du nochmal alles gucken. Ne? Da hast du das ausgebrannte Gebäude, wo ich eben drin war, verpasst. Da gehe ich gleich eh nochmal rein mit Facebook. Aber halt immer kurz, weil es einsturzgefährdet ist und weil das da extrem nach Feuer stinkt. Immer wenn ich da rauskomme, habe ich Halsschmerzen. So, warte. Es gibt nicht einen einzigen Raum, wo kein Müll rumliegt, ne? Hier haben sie auch schon die Kabel geklaut. Der Raum hier ist nicht zugänglich und ich kletter hier auch nicht rein, weil das ist hier, da verletze ich mich, da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb filme ich jetzt einfach nur von außen. Ich kletter hier nicht durchs Fenster, da habe ich keine Lust zu. Ich habe sowieso schon Rückenschmerzen. Hier ist der Eingang und das ist der einzige, der komplett abgeschlossen ist. Finde ich erstaunlich. Man kann zwar trotzdem rein durch die Fenster, aber das mache ich einfach nicht, weil ihr seht ja auch, hier liegt ja überall Müll. Das war mal der Fahrstuhl oder was davon noch über ist. Ne? Hier haben sie auch die Kabel geklaut. Ich vermute mal, hier waren die Telefonkabel oder was. Ne? Oder Stromkabel. Ne? Hier ist der Boden komplett kaputt. Guten Morgen. Umweltverschmutzung heißt das im Lost Place. Tja, hier liegt wirklich viel Müll rum, das ist wohl wahr. Aber das Schlimmste sind und bleiben hier überall die kaputten Fenster, die Glasscherben.
ja, ich vermute mal, die letzten 2 Jahre durch Corona hatten die Leute genug Zeit, um hier alles kurz und klein zu schlagen. Ich weiß ja nicht, wie lange das schon so schlimm hier aussieht, weil ich erst seit Montag von dem Gebäude hier weiß. Man muss halt auch immer Augen und Ohren offen halten. Wenn ich unterwegs mit dem Zug bin, achte ich auch immer schön auf meine Umgebung, weil du fährst an so viel Bahnstrecken vorbei, wo leere Häuser stehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist halt nur immer die Frage, ob man reinkommt, ne? Ich muss immer so ein bisschen den Eingang im Auge behalten. Der ist da und da, weil da, der ist zugänglich. Wenn die Polizei mal vorbeikommt, dann werden die wohl von da kommen. Das macht aber nichts. Die dürfen gerne kommen. Ich habe nichts zu befürchten und auch nichts angestellt. Ich meine, ich weiß nicht, es ist natürlich klar, eine rechtliche Grauzone, wenn du ein Gebäude betrittst, ne, das dir nicht gehört. Aber es ist ja zugänglich. Ich breche nirgendwo ein. Ich mache nichts kaputt, also kann auch nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die sagen, gehen Sie bitte. Das ist aber dann auch nur, wenn die sehr unfreundlich sind. Denn bis jetzt habe ich immer Freundliche erlebt, die mich haben weitermachen lassen, wenn ich denen das erklärt habe. Nur gefilmt werden, das wollten die alle nicht. Das hatten die keine Lust, deshalb beende ich dann immer auch das Live, wenn die kommen. Erklär denen alles und mach dann weiter, oder? In Duisburg damals, ich weiß nicht, wenn Duisburger zugucken, da habe ich vor ein paar Jahren so einen Güterbahnhof besucht, direkt hinterm Duisburger Hauptbahnhof. Den gibt's nicht mehr, der ist abgerissen worden. Da wurde ich von der Polizei überrascht. Waren aber sehr freundlich, die beiden. Muss ich ehrlich sagen, durfte auch weitermachen. Und das habe ich dann auch gemacht. Da hat irgend so ein netter Zeitgenosse die Polizei gerufen. Fand ich echt, ach, hier waren wir ja schon. Fand ich nicht nett, aber so ist es halt leider so. Jetzt habt ihr alles gesehen. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen für alle Lost Placer, die hier mal hinkommen. Hier immer schön aufpassen, sonst geht es ein paar Etagen tiefer. So. Könnt ihr euch das nochmal von außen angucken. Ja, das ist ja schön, da hat man ja schon jemanden aus Duisburg. Grüße nach Duisburg hier aus Hagen. Da oben waren wir gerade, da liegt ja hier das Waschbecken auf dem Dach. Ich mache das auch seit 3 Jahren, okay? Ja, wenn du mir noch nicht folgst, folg mir bitte, mach das Plusback und das Herzrot. Dann können wir uns gerne austauschen. Ich möchte nämlich noch mehr Lost Places sehen, die ich noch nicht kenne. Und dann kriegt ihr natürlich auch immer die Adressen von hier, ne? Unter Lost Placern mache ich das gerne, nur man muss halt immer erstmal auch sehen, dass es wirklich keine Randalierer sind. Weil ich gebe hier keinem die Adresse, dass hier noch mehr abgefackelt wird, wie das da, was da eingestürzt ist oder eben das, was ausgebrannt ist, wo wir eben drin waren. So, jetzt habt ihr alles gesehen, wir waren überall drin. Ich werde das Live jetzt beenden. Wenn ihr weiter gucken wollt, kommt gerne zu Facebook. Gebt da einfach meinen Namen ein. In circa 5 Minuten komme ich da live und dann könnt ihr da weiter zugucken. Das ist dann für alle die, die nicht alles gesehen haben, wie das ausgebrannte Haus. Das zeige ich gleich bei Facebook nochmal. Ihr könnt also gerne einfach meinen Namen eingeben, dann seht ihr das gleiche Profilbild wie hier. Ist öffentlich, also ihr müsst keine Freundschaftsanfrage verschicken. Ihr könnt das auch so sehen. Und dann könnt ihr da gerne weiter zugucken. So, fährst du auch noch woanders hin? Ja, also Hagen mache ich jetzt nochmal, weil hier in Hagen gibt es noch eine alte Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ist etwas außerhalb der Stadt. Die werde ich mir noch angucken, vielleicht sogar morgen schon, ich weiß es aber noch nicht. Und dann ist noch Schwelm geplant, Wuppertal ist noch geplant und ich glaube in Duisburg, da soll es auch noch ein verlassenes Krankenhaus geben, aber da muss ich nochmal Rücksprache halten mit demjenigen, der mir da den Tipp gegeben hat. Weil in Duisburg war ich jetzt vor 14 Tagen. Da wollte ich mir den Hochofen im Landschaftspark Nord angucken. Da bin ich aber sofort wieder abgehauen. Das war so voll da. Da hätte ich eine Stunde warten müssen, um die Treppe da hochzulatschen. Und dann war das auch noch so warm. Da hatte ich keine Lust zu. Also zu viele Touristen, das bringt mir nichts. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache lieber sowas hier. Verlassen. Das ist einfach besser. Man hat seine Ruhe und wenn hier mal jemand ist, dann ist es meistens jemand, der das Gleiche macht wie ich, weil tagsüber werden hier keine Randalierer sein.
weil hier in den Häusern dahinter ja auch gearbeitet wird. Die würden das ja dann hören, ne? So. So, jetzt gucke ich nochmal, was ihr hier schreibt. In Duisburg ist schwierig und es gibt 2 Krankenhäuser. Ja, ich weiß. Ich habe von einem Krankenhaus habe ich erfahren. Dann sollte es da auch noch irgend so ein altes Kloster oder was geben. Aber ich weiß einfach nicht, ob das zugänglich ist, weil jemand hat mir geschrieben, dass es schwer ist, weil das wohl wieder neu eingezäunt sein soll. Und wenn da irgendwas zu ist, dann gehe ich da nicht rein. Das ist ja dann Einbruch. Das mache ich nicht. So. Jetzt habt ihr alles gesehen. Wie gesagt, für alle die, die noch nicht alles gesehen haben, entweder bis heute Abend warten, dann lade ich das Lost Place hier, was ich jetzt hier live gemacht habe, auf YouTube hoch. So zwischen 17 und 18 Uhr sollte das erledigt sein. Ansonsten kommt bitte einfach zu Facebook. Da bin ich in 5 Minuten live. Dann könnt ihr gerne weiter dabei sein. So, ja, in Hamborn, das kann sein. Wie ist dein Name? Hubert Breuer, wie hier. Bei Facebook einfach Hubert Breuer eingeben und dann seht ihr das gleiche Profilbild wie hier. Und dann könnt ihr in 5 Minuten dabei sein. Ihr könnt gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, muss aber nicht unbedingt sein, weil das live ist öffentlich. Das soll ja auch jeder sehen und nicht nur ein Teil, weil ich mache das lieber bei TikTok. Hier sind die meisten Zuschauer. Bei Facebook ist das immer unterschiedlich, aber da gucken halt auch viele erst später, wenn ich den Link in die Lost Place Gruppe auf Facebook stelle, ne? So, ich verabschiede mich jetzt hier von euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Das nächste Lost Place auf TikTok werde ich immer 2 Stunden, bevor ich losstarte, ankündigen. Ich denke mal morgen, vielleicht. Ich weiß es aber noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich mache auch viel Musik. Es ist für jeden was dabei. Lasst euch einfach überraschen. Und für alle anderen, ich sehe euch gleich dann, wenn ihr möchtet, gerne bei Facebook. So in 5 bis 10 Minuten geht's los. Geht einfach auf meinen Namen drauf und dann werdet ihr das live dann irgendwann dann auch sehen. So, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und hoffentlich bleibt das Wetter so schön kühl wie heute am Freitag. Ciao.